Ich glaube, es ist grundsätzlich problematisch, Menschen zu töten. Auch wenn man das für eine gute Sache tut, kann man ja sagen. Aber das heißt nichtsdestotrotz, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Müttern von russischen Soldaten spreche und ihnen erklären muss, dass wir ihre Söhne für die Demokratie töten oder dass wir dass wir Waffen liefern, damit wir möglichst effizient ihre Männer vernichten können. Das ist einfach schwierig. Es geht nicht auf mit meinen persönlichen Werten. Und das ist in dem Sinne, gibt es da keine guten und keine schlechten. Vor allem, wenn die Situation so ist, dass sehr viele eben ungewollt im Krieg sind.